ein wichtiger Punkt abseits von diesen Punkten Struktur und Finanzen ist aber auch, wie bin ich sichtbar? Also habe ich vielleicht vergessen, mich auf allen existierenden Netzwerkplattformen anzumelden oder habe ich das schon gemacht? Movie Minds. Nur Film im Kopf. Wie habt ihr beide euch denn kennengelernt und warum habt ihr euch dann entschieden, zusammen das Label Corabel Productions zu gründen? Wir haben uns auf einem Netzwerktreffen für Frauen kennengelernt. Vor 2 Jahren war das in Stuttgart und haben dann nach dem Vortrag über verschiedene Designtrends gemerkt, dass wir verschiedene ähnliche berufliche Interessen haben. Ja, also das war auch bei Innovative Women, das Netzwerktreffen in diesem Designstudio oder in der Agentur Design Plus. Und das war sowieso schon total passend für uns, weil wir ja beide sehr designinteressiert sind. Und dann kam noch der Wein dazu und ich glaube, dann ist das Gespräch einfach geschlossen. Genau, wir haben einfach gemerkt, dass Lisas Kompetenzen aus dem Bereich der Filmproduktion und meine aus dem Bereich Markeninszenierung, da könnte irgendwie noch mehr sein. Da ist Potenzial vielleicht für gemeinsame Projekte. Und damals war es uns noch gar nicht klar, dass wir in 2 Jahren dann zusammen ein Label gründen. Das ist schon irgendwie krass, wenn man so daran zurückdenkt. Ja, genau. Also das war wirklich nur erstmal so ein ganz generelles Gespräch und dann kam das aber schnell auf. Also Inga war auch interessiert daran, welche Projekte ich im Kunst- und Kulturbereich umsetze und ich war fasziniert davon, was sie in der Markeninszenierung als Innenarchitektin alles verwirklicht und dass sie dann auch noch Modeillustration macht, also so vielfältig. Und dann haben wir eben gemerkt, tatsächlich können wir was Individuelles kreieren. Also Corabel Productions ist aus dieser Erkenntnis entstanden, dass wenn wir unsere Kompetenzen mixen, Mix aus Realfilm und Illustration und Animation viele Probleme in der Markeninszenierung lösen kann. Genau, zum Beispiel, also man muss ganz offen und ehrlich sagen, so wie das viele Content Creations machen, Werbematerial mit Stock-Videos zu machen oder mit Stock-Bildern, das kann einfach nicht irgendwie so der Knaller sein. Das braucht einfach einen innovativeren Umgang mit Bildmaterial, einen künstlerischen, und das wollten wir einfach zusammen gründen, um den Kunden eben nicht nur die Möglichkeit zu bieten, clean Adobe Stock Videos zu nutzen oder ganz clean verwechselbare Fotografien, sondern eben zu sagen, so hey, wir kombinieren das, was es noch nicht so oft gesehen wurde, Realfilm und Illustration. Und auch gerade ist, also für viele Marken ist es auch wichtig, Individualität abzubilden. Es gibt ja auch im Eco-Fashion-Bereich ganz interessante Labels, die zum Beispiel mit Meeresalgen arbeiten und dann eben auch diese Umgebung, aus der sie kommen, abbilden möchten. Also Mood, Look and Feel ist immer sehr wichtig. Und dann können wir eben sagen, na gut, wir können diese Umgebung der Meereswelt auch ohne Tiefseetaucher abbilden. Mhm. Ne? Wir können dann illustrieren oder andere Bildwelten gestalten, die diese Individualität und diese Umgebung der Marke zeigen. Ja, und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Man kennt die Modeindustrie so, dass sie sehr hohe Kosten bei der Produktion aufwendet, teure Reisen. Mhm. Natürlich ist das alles sehr spektakulär, aber es ist auch wichtig, darüber nachzudenken, was für Alternativen gibt es, um genauso ausdrucksstark eine Story zu erzählen, aber nicht dafür ans Mittelmeer zu fliegen für einen Tag mit 20 Models und einer großen Crew. Das ist auch ein bisschen unser Antrieb. Und warum habt ihr euch ausgerechnet für die Mode- und Lifestyle-Branche entschieden? Die Mode- und Lifestyle-Branche, das sind einfach Branchen, die super abwechslungsreich sind. Wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Autowerbung anschaut, denkt man irgendwie, okay, seit 20 Jahren passiert irgendwie nichts. Es ist immer das gleiche Feeling. Es gibt sehr viele Klischees, sagen wir es mal so. Genau, und die Modebranche ist einfach komplett experimentell. Da kann man wirklich jede Nische finden und das ist einfach super spannend, diesen ganzen Flow und die Trends mitzubekommen. Genau, und es ist eben auch diese Designorientiertheit da. Also den Marken ist auch wichtig, ihre
künstlerische, kreative Seite, ihre Machart zu zeigen. Und ja, dafür können wir natürlich dann auch sehr schöne und passende Bilder liefern für den Anspruch. Genau, das ist das Spannende. Aber man muss natürlich auch sagen, wer sich jetzt denkt, man sollte in die Werbebranche, der Modebranche gehen, um sich auszutoben, künstlerisch auszudrücken, den können wir gleich ein bisschen enttäuschen, weil obwohl das eine sehr experimentelle Geschichte ist, muss man sich natürlich sehr auf das bestehende Markenbild einlassen und wirklich ganz genau zuhören, was möchte der Kunde. Da sind wirklich nicht die eigenen künstlerischen Intensitäten an erster Stelle, sondern wie kann man der Marke helfen, welche Probleme löst man, und dann erst innerhalb von diesem Rahmen, von dem Budget und den Kundenvorstellungen kann man sehr kreativ sein, aber man sollte sich das auch nicht als zu frei ausmalen. Weil oder als persönlichen Ausdruck. Ja, genau. Also jeder, der denkt, ich kann jetzt meinen persönlichen Stil und meine persönliche Kunst verkaufen, ist da ein bisschen falsch. Was mich noch interessieren würde, wie ist da eigentlich gerade die Konkurrenzsituation in der so einer Werbebranche für Mode- und Lifestyle-Marken? Gibt es viel Konkurrenz? Kriegt ihr viele Aufträge oder müsst ihr darum kämpfen? Es ist so, wir haben diese Marke Corabelle Productions, unser Label, jetzt vor einem Jahr oder Anfang des Jahres gegründet, so mitten in Corona-Zeiten. Und als Einsteiger ist es natürlich schon eine Herausforderung, sich zu etablieren. Man muss erstmal das Netzwerk knüpfen, sichtbar werden. Und da ist es natürlich dann für etablierte Content Creations oder Filmproduktionen, Agenturen, einzelne Mode-Filmregisseure einfacher. Also man muss schon einfach viel Motivation und Durchhaltevermögen und Begeisterung mitbringen, wenn man sich dann neu aufstellt in dem Bereich. Andererseits freue ich mich auch darüber, dass wir sehr frisch sind, weil man auch merkt, dass die ganz klassischen Produktionsfirmen, die zum Beispiel so von TikTok gar nichts hören und wissen wollen, super abgeschreckt sind oder sich komplett dagegen positionieren wollen. Wir andersrum haben jetzt die Chance, alle Trends und alle verrückten Neuheiten, die in Corona entstanden sind, sowas wie, dass die größten Modehäuser ihren Models sagen, hey, dreht mal selber das nächste Werbevideo für uns. Das können wir einfach alles aufnehmen und uns ganz konkret fragen, okay, was ist denn wirklich unser Mehrwert? Wir kreieren eben diesen besonderen Mix aus Realfilm und Illustration. Wir sind experimentierfreudig, wir integrieren auch Trends, wie spannende Übergänge. Genau. Also wir lassen uns inspirieren und spüren die Konkurrenz, die ist groß, aber wir sehen auch ganz klar unsere Chancen dadurch, dass wir so frisch und neu an dieses ganze Thema herangehen. Verstehe. Und wie läuft die Zusammenarbeit zwischen euch beiden genau ab? Also wer ist für was genau zuständig? Das ist immer unterschiedlich. Also man kann das vielleicht an einem Projektablauf ganz gut schildern. Wir fangen erstmal an und sprechen mit dem Auftraggeber, welchen Auftrag haben wir denn jetzt? Was ist das Ziel? Und das machen wir zusammen. Also wir schauen, dass wir uns entweder treffen oder in Videocalls uns besprechen. Und diese Auftragsklärung, diese Kommunikation ist eben sehr wichtig. Und danach geht es dann darum, ein Konzept zu gestalten. Ich bin dann eher diejenige, die so die Drehplanung in Angriff nimmt, die Projektplanung, und Inga zeichnet die Storyboard-Bilder oder Farbkonzepte und visualisiert eben sehr, sehr gut. Und das ist auch sehr wichtig, dass das klar wird im Vorfeld. Wie sieht es denn dann nachher aus, wenn gedreht wird oder wenn produziert wurde, weil da gibt es ja dann kein Zurück mehr. Also Nachdreh ist meistens jetzt nicht so cool, das will man vermeiden, deswegen ist eine ganz wichtige Phase, der erste kreative Schritt, den wir zusammen gehen, und genau, dann die Produktion. Und dann kommt die Produktion, und da trennen uns sich tatsächlich unsere Rollen. Klar betreuen wir den Kunden nach wie vor beide, aber die Lisa ist dann für die Regie zuständig vor Ort, im Studio oder in einer freien Location, und ich mache das Production Design und die Art Direktion, dass einfach das Bild so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber natürlich sind wir arbeiten sehr eng zusammen, und
das ist auch sehr, sehr wichtig für uns, ja, dass also, wir uns nicht trennen. Wir brauchen uns da dann genau. auch am Set, weil Inga schaut dann immer drauf, ist das Styling so, wie das sein sollte, je nachdem, ob wir auch vorm Greenscreen drehen oder nicht, muss man dann auf Feinheiten ja. achten. Passen die Kostüme, sitzen die Requisiten, ist das Licht so wie besprochen? Und ja, das braucht man natürlich, also wenn man Regie führt, wenn ich jetzt Regie führe, kann ich da jetzt auch nicht auf jedes Detail achten und weiß aber, genau. Inga hat es im Blick und das wird alles gut. Ja, und die Postproduktion, das ist dann die Phase, die eigentlich in gemütlichen Räumen passieren kann, ob jetzt bei uns privat zu Hause oder in einem Working Space. Da kann man mit Kaffee und Kuchen, je nach Projektlaufzeit, wirklich sagen, wir arbeiten den Look aus mit Animation und Illustration, für die ich dann mehr zuständig genau. bin. Aber wir sitzen eigentlich die ganze Zeit zusammen und schauen uns das immer zu zweit an. Und die Lisa macht auch die Musik, wenn das notwendig ist oder wenn der Kunde auch eine genau. individuell komponierte Musik haben möchte. Also Sounddesign ist natürlich auch wichtig. Selbst wenn es eben kleine, kurze, knackige Formate sind, manchmal braucht man ganz individuellen, abgestimmten Sound an einer Stelle und dann nehme ich das auch mal kurz auf. Und genau, dann teilen wir uns so auf, dass Inga eben die Illustrationen und Animationen einfügt und fügen das alles zusammen. Und der allerletzte Schritt in dem ganzen Planungs- und Projektprozess ist dann die Finalisierung mit dem Kunden dann auch zusammen. Und da sind wir dann wieder wie am Anfang praktisch, alle zusammen in einem Boot und schauen, wo gibt es noch ein Feintuning. Also es geht wirklich darum, den Stil der Marke optimal dann herzustellen in der Postproduktion nochmal und zu schauen, ah, wenn wir jetzt vielleicht nochmal einen Ticken früher schneiden oder doch noch ein bisschen schneller oder langsamer das Ganze machen, dann trifft das genau den Stil, der beabsichtigt war. Und das ist auch ganz schön, dann diese letzte Phase, dann hat man so das Baby zur Welt ja. gebracht und darf ja. es der Welt präsentieren, genau. letztendlich. Cool. Wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr euch ja vor 2-3 Jahren eben auf diesem Netzwerktreffen kennengelernt und habt dann aber erst Anfang diesen Jahres Cochabel Productions gegründet. Ich denke, für viele ist es dann irgendwie ein Traum, mit seiner besten Freundin oder mit einer guten Freundin zusammenzuarbeiten, zusammen eine Firma zu gründen. Gab es da bei euch aber auch Schwierigkeiten? Also was muss man eigentlich beachten, wenn man jetzt mit irgendwie einer Person, mit der man sich halt privat gut versteht, jetzt auch plötzlich irgendwie beruflich zusammenarbeitet und da die Miete von abhängt? Ja, da sprichst du wirklich etwas ganz Besonderes an und wir müssen auch sagen, zusammenarbeiten oder so eine Zusammengründung ist auch wie beim Dating, dass du zuerst jemanden ja, kennenlernst, dann schaut ihr, okay, verbringt ihr überhaupt gern Zeit zusammen, also steht ihr gerne zur selben Zeit auf oder geht das schon mal nicht? Und dann erst irgendwann auch, okay, kann man auch gemeinsam in eine Zukunft blicken. Ja, ist man auch kritikfähig oder fliegen sofort die Fetzen, wenn man unterschiedliche Meinungen hat? Also kann man auch sachlich, professionell diskutieren und andere Meinungen haben, ohne dass man das dann persönlich nimmt und die Freundschaft sofort zerbricht. Ja, das ist natürlich dann, wäre nicht so gut, wenn das jedes Mal ja. der Fall wäre. Und da diesen Test haben wir auf jeden Fall schon mehrmals bestanden. Ja. Und man muss eben schauen, kann eine gemeinsame Zukunft, ist die vorstellbar? Genauso wie beim Dating fragt man sich irgendwann, ist es denn was für länger? Oder war das jetzt nur ein One-Night-Stand? Also man muss ja. da einfach probieren ganz viel. Man muss merken, passt die Chemie, stimmt die Chemie? Und dann ist da eigentlich schon die Voraussetzung da, ja. dass das also. Geht. Verstehe, ja, klingt auf jeden Fall sehr cool. Wie läuft denn so eine Gründungsphase konkret ab? Also was muss man dabei beachten? Gründungsphasen sind immer unterschiedlich. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Arten, wie man sich selbstständig machen kann. Aber alle haben das eine gemeinsam, nämlich dass man sich beim Finanzamt meldet. Und erstmal sich anmeldet und beschreibt, um was es geht. Man wird dann auch in Berufsgruppen eingeteilt und bekommt dann eben eine Steuernummer und kann dann eben schauen, mache ich das nebenberuflich, bin ich nebenberuflich selbstständig, bin ich hauptberuflich selbstständig
Und wichtig dabei ist eben immer im Auge zu behalten, welche Finanzen brauche ich? Muss ich irgendwann Investitionen stemmen? Und dann ist es gut, verschiedene Standbeine zu haben. Das empfehlen wir auch. Also ja. In der Gründungsphase erstmal ist diese Sicherheit wichtig, weil die gibt dir kein Arbeitgeber. Du musst selber schauen, wie finanziere ich jetzt diesen Aufbau von meinem Projekt, meiner Marke, meinem Unternehmen, je nachdem. Und dann ist es auch sehr wichtig, sich selbst motivieren zu können und wirklich gleichmäßig Energie reinstecken zu können und zu sagen, ja, das ist mir wichtig, ich engagiere mich da jetzt, ich habe keinen Chef im Nacken, der mich zwingt, jetzt aufzustehen, sondern ich mache das aus eigenem Antrieb und nicht launenhaft je nach Tagesform, sondern kann das wirklich konstant durchziehen und selbstständig arbeiten. Ein wichtiger Punkt abseits von diesen Punkten Struktur und Finanzen ist aber auch, wie bin ich sichtbar? Also habe ich vielleicht vergessen, mich auf allen existierenden Netzwerkplattformen anzumelden oder habe ich das schon gemacht? Weil es total wichtig ist für die Kunden, du hast ja den Punkt der Konkurrenz selber angesprochen, zu verstehen, wer bist du, für was stehst du, warum sollte ich jetzt dich, Inga oder Lisa oder euch zusammen, warum sollte ich euch buchen? Was ist so der Mehrwert? Und da sollte man die Zeit der Kunden auch nicht verlieren, dafür aber viel eigene Zeit investieren, um dieses Profil ganz klar zu machen mit Referenzen, mit Content, der vielleicht in einem Videoformat auch erklärt, was du kannst, für was du stehst und ein ganz klares Profil für die Branche auch abzubilden, dass die Leute, die zum Beispiel aus der Moderichtung kommen, sie eigentlich schon an einem Klick erkennen, wow, du bist genau passend, irgendwie stimmt dein Erscheinungsbild und passt zu uns hundertprozentig. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, aber da kann man mega viel von anderen lernen. Nicht scheuen, einfach Leute ansprechen, die schon erfolgreich sind oder erfolgreicher als man selber. Wie hast du das gemacht? Hast du ein paar Tipps für mich? Kannst du auf meine Webseite mal schauen? Das ist so der wichtige Punkt bei der ganzen Neugründung. Und wie sind die ersten Kunden auf euch aufmerksam geworden? Netzwerk, Netzwerktreffen für Frauen, tatsächlich, Kontakte. Ja, also wirklich genau aus demselben Netzwerk haben wir eine Person kennengelernt, die uns dann letztendlich die erste Kundin vermittelt hat und das war jetzt auch nicht irgendwie so ein Business-Gespräch, sondern so, hey, du, wir würden mal gerne ein Projekt starten, hast du jemanden im Kopf, der zu uns passen würde und aufgeschlossen wäre? Genau. Und so kam es dann. Also Fragen, kurz WhatsApp und that's it. Also ja, und eben klar kommunizieren, ganz genau wissen, wer bin ich, für was stehe ich, was kann ich gut, wofür brenne ich, wofür bin ich auch bereit, Tage und Nächte lang wirklich zu arbeiten und das Beste rauszuholen. Wenn man das eben gut kommunizieren kann und auch weiß, wo seine Stärken liegen, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man jemanden trifft irgendwo, der dann sagt, ah ja, genau danach habe ich gesucht, lass uns mal zusammen was ausprobieren. Wenn man selbstständig ist, dann hat man ja keinen Chef oder keine Chefin, die einem sagt, wann man aufstehen muss, wann man im Büro sein muss, irgendwas machen muss. Aber natürlich müssen die Sachen ja trotzdem passieren und muss dann quasi für sich, schätze ich mal, einen eigenen Rhythmus finden. Wie habt ihr das gemacht? Also wie läuft so ein typischer Arbeitsalltag bei euch ab? Sowas zu finden wie einen Alltag ist wirklich wichtig, weil klar ist es schön, als Speakerinnen auf der Bühne zu stehen oder ein Interview zu geben, aber das sind ja so die Highlights. Mhm. Die meiste Zeit ist ja so wirklich der Alltag. Ja, diese Routine. Also das Leben besteht auch im Privatleben viel aus Alltag und nicht aus einzelnen Highlights und der Alltag muss cool genug sein, um inspiriert und motiviert zu arbeiten. Und deswegen ist es wichtig, erstmal eine gute Struktur zu haben, dass man ganz genau weiß, was wollen wir heute schaffen, was ist wichtig, aber dass es Spaß macht, das ist auch sehr wichtig. Ja, zum Beispiel, wir fangen gerne unsere Arbeitssessions mit Kaffee und Kuchen an. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes in dem Sinne, aber irgendwie hat man dann eine schöne Erinnerung an den Tag. Der war jetzt vielleicht nicht der krasseste Tag im ganzen Leben, aber Stück für Stück besteht,
wie du schon sagst, das Leben aus solchen Momenten. Und wenn es schön ist, wenn es schön genug für dich ist, so jeden Tag zu arbeiten, dann ist es eigentlich genau das Richtige. Hattet ihr eigentlich am Anfang eurer Selbstständigkeit Schwierigkeiten, so eine Routine zu finden? Ich kann mir das vorstellen, wenn man das die ganzen Jahre davor irgendwie gewöhnt ist, irgendwie wirklich einen echten Arbeitsalltag in dem Sinne zu haben, den anderen ein bisschen vorgeben. Wie ist es dann plötzlich komplett auf sich gestellt zu sein? Also hattet ihr irgendwie Probleme? Wie habt ihr sie gelöst? Tatsächlich sind wir, glaube ich, ganz schnell in einen guten Alltag reingekommen, weil wir eben diese freundschaftliche Basis haben. Und wenn ich jetzt einen Freund zu mir einlade und Gast zu Hause habe oder in meinem Homeoffice jemanden zeige, jemand, den ich gut kenne, der mir am Herzen liegt, hier arbeite ich, dann will ich, dass der sich wohlfühlt. Und diesen Anspruch hatten wir beide. Und deswegen haben wir, glaube ich, beide so, ohne das zu wissen, schon von vornherein einen guten Alltag gestaltet, sind da gut reingekommen, weil wir das immer so behandelt haben, wie jetzt kommt mein wertvoller Gast oder meine gute Freundin zu Besuch, und nicht so im Sinne von, na, das ist jetzt halt ein Arbeitsmeeting, ne? Muss man schnell über die Bühne kriegen und fertig. Und das Gute dabei ist, auch wenn irgendwas gerade am Anfang nicht so perfekt läuft oder man noch nicht so die Routine an Aufträgen reinbekommt, das kannst du halt mit deinem Projektpartner besprechen, mit deiner Projektpartnerin, und dann muss man auch nicht die ganze Zeit so diese Zweifel und Sorgen nur mit sich selbst ausmachen. Also diese gegenseitige Unterstützung und so dieser Glauben aneinander, so hey, ich bin mir sicher, das wird, das ist immer ganz schön, das noch von anderen zu hören, und durch ein Zweiergespann ist es automatisch mit dabei. Ja, man trägt die Last nicht nur auf zwei Schultern, sondern kann sie auf vier verteilen. Das ist sehr beruhigend. Ja. Verstehe. Was mich noch interessieren würde, ihr habt es jetzt ja schon öfters angesprochen, ihr habt euch auf dem Netzwerktreffen für Frauen kennengelernt. Warum glaubt ihr, braucht die Medienbranche heutzutage Netzwerktreffen oder generell Events wirklich nur für Frauen? Sexismus ist ein großes Thema in der Medienbranche. Ich habe neulich auch einen internationalen Austausch für Journalistinnen moderiert, wo es auch darum ging, wie geht man als Frau mit Sexismus um, was gibt es für Erfahrungen, was gibt es für Lösungen. Und das ist eben sehr wichtig, dass es solche Räume gibt und solche Veranstaltungen, wo dann auch eben starke, innovative Frauen repräsentiert werden und dort sind und Vorbildfunktion auch haben. Weil Sexismus ist überall auf der Welt ein Thema und es ist in jeder Branche ein Thema. Es gibt viel zu wenig Frauen in Führungspositionen, egal in welche Branche du schaust, es sind immer viel mehr Männer in Führungspositionen. Und gerade auch als Berufsanfänger, als Praktikantin zum Beispiel, stellt man vielleicht fest, ja, ich werde jetzt viel öfter in Assistenztätigkeiten gedrängt als mein männlicher Kollege, einfach weil ich eine Frau bin und weil man denkt, ja, das ist ja jetzt kein Problem. Aber den Mann, den fragen wir jetzt nicht, ob er Kaffee holt. Das kann mal die Praktikantin machen. Genau, da kann ich auch nur ergänzen, auch wenn man selber irgendwo noch in einer Praktikantenrolle ist, aber man weiß ja, was man studiert oder wozu man eine Ausbildung macht, also ist man da nicht nur um Kaffee zu kochen, sondern so als angehende Experte da zu sein, und solche Anfragen kann man dann auch geschickt umleiten, ablehnen, sich ein bisschen versuchen, ein bisschen rauszuziehen, weil sonst bleibt man auch in Erinnerung als das Mädchen, was Kaffee kocht. Das Mädchen für alles, dieser Ausdruck sagt es schon. Ja. Und es ist eben wichtig, wirklich wichtig, dass es dieses Netzwerk gibt und diese Treffen gibt, um auch dieses Bewusstsein überhaupt erstmal zu kriegen. Weil oft fällt dir das vielleicht auch gar nicht auf am Anfang und du denkst, ja, das ist ja jetzt nicht schlimm. Ja, haben wir jetzt alle gemacht, aber... Aber dann fällt dir wirklich auf, nee, das ist eine Ungleichbehandlung, und ich habe dieses Selbstbewusstsein, das auch zur Sprache zu bringen, weil ich eben mit coolen Frauen gesprochen habe auf einem Netzwerktreffen, die mir das erklärt haben, wie ich das am besten mache. Und ohne solche Treffen, ohne solche Netzwerke, ohne diese Veranstaltungen würde das Bewusstsein überhaupt nicht existieren und auch nicht das Selbstbewusstsein, um dann als Frau dann auch was zu sagen und zu tun. Ja, weil ganz ehrlich, wer würde dieses Thema als angehende Praktikantin mit 10 anderen erfolgreichen Männern ansprechen, zu sagen, so hey, irgendwie fühle ich mich nicht so ganz wohl, dass ich jetzt Kaffee machen muss.
Es ist super schade. Ja, während meine Kundin genau. nichts ja. dergleichen also, zu tun hat. Es ist super schade, dass es noch nicht so ist, dass man es, egal ob von Männern oder Frauen anspricht, aber dafür ist eben dieser Zwischenraum da. Ich nenne es jetzt mal wirklich bewusst Zwischenraum, weil ich glaube, irgendwann ist es kein Thema mehr, hoffe ich. Also, dass einfach wirklich die Gleichberechtigung da ist. Aber dieser Raum, der gibt einfach Stärke und das Gefühl, ich bin nicht die Einzige, der es so geht. Das liegt irgendwie nicht an mir, sondern es ist einfach dieses Pattern und da brechen wir irgendwann gemeinsam alle raus. Movie Minds, nur Film.